Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe einige Anfragen bekommen, ob ich nicht mal Noahs Zimmer zeigen könnte, also mal eine richtige Roomtour zu machen. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Der kleine Mann ist nämlich gerade in der Kita und da dachte ich mir, ja, die Sonne scheint, das Licht stimmt und ich nehme euch doch mal mit in sein Zimmerchen. Kommt mal mit. Ja, also hier seht ihr schon mal seine Holzbuchstaben. Die werde ich euch, wenn ihr möchtet, auch unten verlinken in die Infobox. Das ist richtig schön. Die habe ich dann auch mit doppelseitigen Fotokleberchen, diese kleinen Dinger habe ich hinten aufgeklebt und ja, ist ein richtiger Hingucker, ne? Weil die auch etwas abstehen von der Wand und die sind echt ganz cool. Ja, das ist nur das Bildchen, was wir mal zusammen gemalt haben. Er liebt ja das Kikaninchen, das wisst ihr schon. Ja, und das ist sein Zimmer. Ja, ihr Süßen, und das ist Noahs Kinderbettchen. Ich liebe es total. Es hat so schöne abgerundete Ecken. Es ist schön dick und breit und sehr robust. Hier kann man sogar noch die Holzteile vorne rausnehmen, so zwei Streben, aber noch machen wir das nicht. Wir können es sogar noch umbauen in ein Juniorbettchen, und aber das ist noch nicht der Fall. Ja, ich finde das super, weil dieses Gitter ist sehr, sehr hoch noch. Der Noah ist gerade 92 cm groß. Sogar wenn er hüpft, kommt er da nicht drüber, also oder sich hochziehen möchte. Das finde ich nämlich super, weil ich schon oft gehört habe, dass einige Kinder ja, sich irgendwie hochziehen und dann rausplumpsen. Aber das ist hier echt noch wirklich hoch genug. Sogar mit volle Pulle, der kommt da noch nicht raus. Und das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Das ist auch wichtig für mich. Ja. Und passend zum Kinderbettchen haben wir natürlich von Pinolino auch die Wickelkommode. Die finde ich auch total schön. Die liebe ich auch. Und wenn er trocken ist und wir diesen Aufsatz hier nicht mehr brauchen, dann kommt das ab und dann hat er eine ganz normale, schöne Kommode. Und die ist auch toll. Sehr, sehr robust. Also damals, als wir das bekommen haben, das Paket war echt mega schwer. Aber ich habe natürlich auch einen Kleiderschrank für Noah. Das ist ein Pax-Schrank von IKEA. Ganz groß, super, passend nämlich zu unseren Schlafzimmerschränken und kann man jederzeit erweitern. Ja, hier sogar mit vier Schubladen, sehr geräumig. Oben ist dann eine Hängeware und da oben haben wir sogar Bettzeug drin. Also so für uns, für Besuch. Also es ist sehr, sehr cool. Ich liebe diesen Schrank. Und damit das schön aussieht, habe ich hier nur da oben ein paar Sternchen aufgeklebt. Habe ich damals schon gemacht. Ja, und von Yubidoo haben wir hier so eine richtig süße Lichterkette. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da sind so richtig süße Pünktchen drauf und ja, macht Spaß. Ja, hier haben wir von IKEA ein kleines Kallax oder Expedit. Ich weiß nicht mehr, welches das von beiden ist. Und ich habe hier aber nicht diese Boxen von IKEA genommen, sondern eigene die habe ich bei Amazon bestellt, von Storit. Werde ich euch auch auf jeden Fall verlinken. Die sind echt cool. Super geräumig auf jeden Fall. Also da passt echt jede Menge rein. Und hier haben wir so eine kleine Sitzmöglichkeit, wenn wir mit dem Noah Auto spielen, weil er liebt seine Autos, er liebt es mit Dinos zu spielen und ja. Und auch diese kleine ja, Racingbahn hier, die habe ich auch mal bekommen von Babyartikel und die werde ich euch mal unten auch verlinken in die Infobox auf jeden Fall. Damit spielt der Noah immer noch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also die haben wir seit über einem Jahr und damit spielt er jeden Tag, bevor es in den Kindergarten geht. Ja, und ich liebe ja diesen Teppich, ne? Der ist ja, es ist ja wirklich so mein Highlight. Ich habe sehr lange nach einem Kinderzimmerteppich gesucht damals, als wir umgezogen sind. Und ich liebe diesen Teppich. Der ist einfach nur schön. Werde ich euch auch auf jeden Fall verlinken. Und natürlich auch hier unsere Aufkleber, die Wandtattoos, die so liebevoll sind. Ich finde die echt toll. Dazu gibt es auch ein Video. Und aber ich werde euch diese Aufkleber auf jeden Fall nochmal verlinken. Alles unten in die Infobox. Und dieses Zelt, ihr Süßen, haben wir vom IKEA. Das passt so schön, weil das ist hier so das Thema Zirkus und Tiere. Noch ein weiteres Highlight ist Noahs Lampe. Ich hoffe, ihr könnt die erkennen. Man kann auch mal an der Kordel ziehen. Da kann man auch einzeln oben die kleinen Lichter anmachen, also praktisch die Sternchen. Die ist echt schön und die geht auch nicht so volle Pulle an. Wenn man abends das Licht anmachen möchte, dann geht das so langsam, so gedämmt, gemächlich geht das Licht dann auf. So eine schöne Wolke. Werde ich euch auch auf jeden Fall verlinken. Ja, klar, also ein Rauchmelder ist ja ganz klar. Und dann haben wir noch so süße kleine Bilder, die hatte er damals schon. Oh, das hängt irgendwie schief, Moment. Ja, das muss ich gleich mal machen, in Ruhe. Es kommt schon mal vor, wenn der Kleine hier auf der Wickelkommode steht und da ein bisschen rumspielt an den Bildern, ne? Ja, diese Auflage, die hat er auch schon seit Geburt an, diese Wickelauflage. Ich liebe die, weil die so süß ist. Das ist mein kleiner Noah. Ja, auch das, wenn ich das finde, als Link werde ich euch auch verlinken in die Infobox. Hier habe ich auch noch mal ein kleines Tattoo in der Ecke, weil hier in der Ecke spielen wir ganz oft.
Ja, ansonsten, Wandfarbe ist sowas Pistazienmäßiges, finde ich total schön. Ja, ihr Süßen, das ist jetzt praktisch Noahs Kinderzimmer, jetzt habt ihr es mal endlich gesehen. Ich werde euch auf jeden Fall, wie gesagt, alles unten in die Infobox verlinken, da könnt ihr euch draufklicken, die einzelnen Sachen. Oder falls ihr noch Fragen habt, einfach an mich wenden. Und ja, dazu passend gibt es noch ein Video, nur mit seinen Spielsachen, die er gerne mag, weil ich auch angefragt worden bin, womit spielt er Noah denn gerne. Und ja, das haben jetzt schon einige Leute gefragt, deswegen werde ich dieses Video auch noch abdrehen für euch und euch das jetzt auch noch reinsetzen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt mir einen Daumen hoch und ja, bei Fragen, Anregungen immer her damit. Dann sage ich, macht euch einen schönen Tag und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Macht's gut, tschüss!